Tunnel of Death. Hört sich freundlich an. All right, boy? Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. You and me are insane. The same. The same. We're the same, you and me. Hoffentlich nicht. Mag nämlich nicht so ausschauen. Ist uns Auftrag? Hallo? Muss ich jetzt zum Tunnel fahren oder wie? Oder was kommt jetzt? Ah, jetzt der Packy ruft mich an, okay. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley and it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Hol den Truck. Evil Plan. Wir sperren sie im Tunnel ein. Deswegen auch Todestunnel. Nehme ich mal stark an. Passender Titel. So, bloß wer dort stirbt, ist jetzt noch die Frage. Ja, okay, es wird Aiden sein. Ich gebe es ja zu. Mensch. Jetzt muss ich die ganze Spannung rausnehmen. Hä, wo zur Hölle muss ich eigentlich hinfahren? Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder, wo der Truck steht. Jetzt gibt es so ein bisschen hinter unserer Wohnung. Also nicht hinter unserer Wohnung. Ach, ihr seht es gleich. Unsere Wohnung ist da. Da steht auch der Turismo. Fällt mir gerade ein. Ich könnte ja eigentlich den Rest laufen und den Wagen hier abspeichern. Ich hoffe, es funktioniert. So. Müssen wir jetzt zwar ein bisschen laufen, aber ich hätte den Wagen hier abgespeichert. Da. So ein bisschen weiter die Straße entlang halt. Applewhite Street. Na du? Ein Wagen. Yay. Huch. So, sorry, es hat an der Tür geklingelt, musste kurz weg. Jetzt aber. Wo waren wir gerade? Genau, wir müssen in den Truck einsteigen und... Genau, Tunnel of Death. Hallo? Achso, Becky. Alright, I've got the truck. When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and dead? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they'd talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great! They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. Wie nett von uns. Wir befreien ihn, um ihn dann zu töten. Ganz schön fieser Plan. Frag mich, wer denkt sich sowas aus eigentlich? Muss ja auch so ein kleines Verbrecher-Genie sein. Weil das macht ja auch wirklich Sinn. Naja, wir fahren jetzt in den Booth-Tunnel. Oh Gott, muss ich nicht sogar links rum rein? Ne, ich fahre einfach ganz normal rechts rum, dann fällt es nicht so auf. Und
da muss ich wahrscheinlich links rum versperren. Textur, bitte laden, danke. Ach, geht da jetzt. Über die zwei Markierungen. Zack. So. Perfekt eingepackt. I'm in position, Packy. Alright, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? Come on, buddy. You're gonna have to move this thing. Bams. Sorry, das musste ich jetzt ausprobieren. Warte, nachladen. Was liegt da? Munition. So, was hat der? Nachladen. Wow. Das tut doch weh. Was sind sie denn? Oder was gerade Packy? So. Ist hier noch jemand? Okay. Kann ich den Wagen jetzt so entführen, oder? Nein, doch nicht. Ah. Hä, wo ist er jetzt? Hä? Kann ich den jetzt nicht nehmen? Nee. Muss ich den jetzt hier hinten nehmen? Auch nicht. Hä? Hö, ich bin verwirrt. Hallo? Lebt hier noch jemand? Nein? Packy? Alles okay? Hallo? Warum kann ich da jetzt nicht? Muss ich vielleicht hinten öffnen? F oder so? Nein? Den Wagen kann ich... Ach, da hinten ist noch einer. Wow, das hört sich ja fies an. Warte, so. Jetzt da, Maus wieder richtig halten. Ah. Oh. Nur wegen dem einen jetzt, okay. Warte auf Packy. Warte. Achso, du steckst hinten ein. Hier kommen die Polizei! Wir müssen diesen Heat bevor wir diesen Fucker wo er geht. Werde den Fahndungslevel los. Einen Moment bitte. Ihr Vorgang wird bearbeitet. Alright. I'll try to lose this fucking cop. Ah, düst. Oh Gott, es kommt ein Helikopter. Ach, wir sind ja auch bei 3 Sternen. Ja, jetzt rum. So, oh nein, der Helikopter. Scheiße. Oh nein. Ich habe ein Problem. Das ist ein Helikopter. Ich muss ein Helikopter abhängen. Ich glaube, ich bin falsch schon rausgefahren. Ich hätte in die andere Seite rausfahren müssen. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen. Jawohl, hier geht's gerade. So, ich darf mich jetzt bloß hier nicht erwischen lassen. Ich war natürlich jetzt auf einem schönen Polizeipräsidium vorbei. Ja, natürlich. Wir stehen natürlich auf der Karte. Entsorge den Truck an einem ruhigen Ort. Dann machen wir das doch mal. Wo zur Hölle muss ich denn hinfahren? Ich traue jetzt mal aus, dem GPS. Moment. Ich traue ihm nicht. Wohin muss ich denn? Warum kann ich jetzt nicht einfach rechts fahren? Weil da Einbahnstraße ist? Oder wie jetzt?
Ach nein, weil ich hätte oben rum müssen. Na egal. Okay, sehe ich ein. Fahren wir halt so rum. Huch, so, Entschuldigung. Ah, muss gerade kurz einen Nieser unterdrücken. Weil ich das nicht unbedingt der Aufnahme haben möchte. Okay, wahrscheinlich nicht so gut. Warum habt ihr dann einen Hörsturz? Tinnitus und was weiß ich nicht alles. Und versteht mich für die nächsten paar Minuten gar nicht mehr. So. Fahren wir in einen ruhigen Ort, wo alles schön ist. Ach genau, stimmt. Wir tauschen jetzt den Wagen aus, genau. Ich dachte mir doch, wir werden den doch woanders los. Great, we've got some transport. You're not free yet, asshole. Get in that car. All right, Nico. Now that we lost him, we gotta go out to the cliffs in Leftwood. Okay. Klippen springen. Fahr Aiden zu den Klippen. Klippen sind Cliffhanger. Muhaha. Oh Gott, ist das schlecht. So, auf geht's. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right. Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit, I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Der Arme. Tank, der wird gerettet. Da kann ich ja schon ein bisschen leid tun. Aber nur ein bisschen. Nicht zu viel. Wo sind jetzt lang? Ach, da. Am Spielplatz vorbei. Hä? Muss ich jetzt da runter oder hoch? Ne, da runter passt schon. Ah, ne, dann geht's da hoch, okay. Wow. Ja, es ist kein Offroad-Wagen, man merkt es schon. So, jetzt sind wir hier richtig. Out you come, old boy! The cliffs! The sea air! I really am free! I could cry! You've made me a happy man, boys! Now it's time to tell me who asked you to do this? Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get rid of dear old Aiden. Time to say goodbye. Alter! Dass die mich hier gerade stehen. Tschüssi. Schiff. Jetzt hat er mich hier stehen lassen. Ah, er hat mir einen Reifen da gelassen. Das ist nett. Damit kann ich dann zurückrollen. So ein Arsch. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. Fresh beginning. Good luck to you. Ja, und wie kommen wir jetzt hier weg? Ach, wisst ihr was? Jetzt sage ich mal eine Aufnahmepause, dann müsst ihr nämlich nicht mit ansehen, wie ich jetzt versuche, hier wegzukommen. Und ihr bekommt jetzt noch einen schönen Ausblick auf die wunderbare See und auf das Pärchen da unten. Na, ihr zwei? Moment. Wir spannen mal kurz. Ah, Oh Gott, wie schauen die aus? Irgendwie wie Zombies, erinnern mich die. Das Auge schaut nicht sehr gut aus. Oh, ich habe noch die SMS bekommen, Francis. Nico, wir müssen uns am Castle Drive treffen vor allem. Francis. Die schauen ja heiß aus. Warte mal.
Ich werfe mal kurz zu den beiden runter. Zombie-Treff 21, oder wie schaut es hier aus? Na, ihr zwei? Aha. Ich kann ihnen Geld geben. Was passiert dann? $10. Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt den hier mache? So. Krieg das Geld wieder zurück? Nö. Du hast mein Geld geklaut. Mensch. Huch. Der schwimmt. Ich weiß, dass du nichts hast. Mensch. Wollte ich nicht eigentlich aufhören? Ja. Ja, genau. Ich wollte aufhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei aufgeschreckten Zombies. Keine Ahnung. Jo, bis dahin. Ciao.